Hallo, mein Name ist Jan Kortner. Ich bin Rechtsanwalt bei Kortner Hünig Rechtsanwälte, einer Rechtsanwaltskanzlei aus Dresden, die sich hauptsächlich mit vereinsrechtlichen Themen befasst. Und ich bin heute vom Vereins- und Stiftungszentrum eingeladen worden, um Ihnen einige Fragen zum Thema Vertretung im Verein zu beantworten. Was genau ist unter Vertretung zu verstehen und warum braucht der Verein einen Vertreter? Während natürliche Personen selbst handlungsfähig sind und wenn sie geschäftsfähig sind, auch rechtswirksame Erklärungen für sich abgeben können, ist das bei juristischen Personen wie einem Verein anders. Der Verein ist ja nur ein rechtliches Gebilde, was weder sprechen noch schreiben oder sich sonst artikulieren kann, aber welches wie eine natürliche Person Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Es muss also eine legitimierte Person geben, die diese Handlungen für den Verein vornimmt. Und diese Person oder auch mehrere Personen vertreten den Verein. Wie gesagt, kann nicht jede beliebige Person den Verein vertreten, sondern es bedarf einer Legitimation. Und diese Legitimation wird durch § 26 Bürgerliches Gesetzbuch bestimmt. Hier heißt es, dass der Verein einen Vorstand haben muss und dieser den Verein gerichtlich und außergerichtlich vertritt. Gerichtliche Vertretung meint, dass der Vorstand für den Verein in gerichtlichen Prozessen wirksame Erklärungen abgeben kann, also entsprechende Anträge auf Verurteilungen oder Klageabweisung bei Gerichten stellen kann. Die außergerichtliche Vertretung meint die Vertretung bei einem Rechtsgeschäft. Damit der Verein einen Vertrag wirksam schließen oder beenden kann, muss grundsätzlich der Vorstand handeln oder eine Person, die wiederum ihre Legitimation vom Vorstand ableitet, zum Beispiel von diesem bevollmächtigt wurde. Damit auch für jeden erkennbar ist, wer den Verein gerichtlich und außergerichtlich vertreten darf, werden die Mitglieder des Vorstands ins Vereinsregister eingetragen. Einige Vereine unterscheiden in ihrer Satzung zwischen dem Vorstand im Sinne des § 26 Bürgerliches Gesetzbuch und dem erweiterten Vorstand. Die Mitglieder des erweiterten Vorstandes sind nicht zur Vertretung des Vereins befugt, weder gerichtlich noch außergerichtlich. Sie werden auch nicht in das Vereinsregister eingetragen. Die Aufgabe des erweiterten Vorstandes ist, bei der Willensbildung des Vereins mitzuwirken. Sie nehmen daher in der Regel an den Vorstandssitzungen teil und stimmen über Beschlussanträge mit ab. Aber wenn es um die Umsetzung der gefassten Beschlüsse durch rechtsgeschäftliche oder prozessuale Handlungen geht, bleiben sie außen vor. Wie wird der Verein vertreten, wenn es mehrere Vorstandsmitglieder gibt? Der Vorstand kann aus einer oder auch aus mehreren Personen bestehen. Der Gesetzgeber überlässt es dem Verein, die Zusammensetzung des Vorstands in seiner Satzung selbst zu regeln, also auch die Anzahl der Mitglieder zu bestimmen. Ist nur eine Person bestellt, ist klar, dass diese Person den Verein alleine vertritt. Wenn möglich, würde ich jedoch immer eine Satzungsregelung wählen, die einen mehrgliedrigen Vorstand vorsieht, weil andernfalls die Gefahr besteht, dass der Verein handlungsunfähig wird, nämlich dann, wenn das einzige Vorstandsmitglied erkrankt, stirbt oder auch nur längere Zeit verreist. Bei mehreren Personen im Vorstand sieht das Gesetz vor, dass die Mehrheit der Vorstandsmitglieder den Verein gemeinsam vertreten. Gibt es zum Beispiel 4 Vorstandsmitglieder, muss die Mehrheit, also mindestens 3, gemeinsam handeln, damit für den Verein wirksam eine rechtsgeschäftliche Erklärung abgegeben werden kann. Ein schriftlicher Vertrag oder auch noch die Anmeldung zur Registereintragung müssen demnach von 3 Vorstandsmitgliedern unterzeichnet werden. Bei nur 2 Vorstandsmitgliedern müssen beide handeln, da einer allein nicht die Mehrheit darstellt. Von dieser gesetzlichen Regelung kann allerdings per Satzung abgewichen werden. Die Satzung kann zum Beispiel vorsehen, dass einer oder auch alle Vorstandsmitglieder alleine handeln können. Dies nennt man Einzelvertretung. Die Satzung kann aber auch vorsehen, dass alle oder auch nur bestimmte Vorstandsmitglieder nur gemeinsam mit anderen oder mit allen anderen Vorstandsmitgliedern handeln dürfen. Dies ist die sogenannte Gesamtvertretung. Welches Vorstandsmitglied einzeln bzw. gesamtvertretungsberechtigt ist, wird wiederum ins Vereinsregister eingetragen. Wenn nur 2 Vorstandsmitglieder bestellt sind, würde ich wiederum empfehlen,
beiden Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis einzuräumen, weil andernfalls auch hier die nicht ganz fernliegende Möglichkeit besteht, dass der Verein bei Ausfall eines der Vorstandsmitglieder handlungsunfähig wird. Haben wir drei oder mehr Vorstandsmitglieder, empfiehlt sich wiederum eine Gesamtvertretungsregelung derart, dass immer zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam handeln müssen. So kann man das Vier-Augen-Prinzip wahren und der Verein kann möglicherweise vor schädigenden Alleingängen eines Vorstandsmitglieds besser geschützt werden. Welchen Umfang und welche Grenzen hat die Vertretungsmacht? Grundsätzlich ist die Vertretungsmacht des Vorstandes unbeschränkt. Wenn der Vorstand für den Verein eine Erklärung abgibt, zum Beispiel ein Vertragsangebot annimmt, wird der Verein und nicht der Vorstand zur Erfüllung dieses Vertrages verpflichtet. Dies ist im Übrigen eines der wenigen Unterschiede zum nicht rechtsfähigen Verein, bei dem der Handelnde neben dem Verein für die von ihm eingegangenen Verbindlichkeiten haftet. Voraussetzung ist natürlich, dass der Vorstand in der zur Vertretung berechtigten Anzahl seiner Mitglieder gehandelt hat. Bei Einzelvertretung reicht also die Erklärung des einzelvertretungsberechtigten Vorstandsmitglieds aus. Bei der Gesamtvertretung müssen je nach Ausgestaltung mindestens zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam handeln. Bei der Entgegennahme von Willenserklärungen, zum Beispiel der Kündigungserklärung eines Mitglieds oder eines Arbeitnehmers, genügt es hingegen, wenn die Erklärung einem Vorstandsmitglied zugeht, egal ob dieses Einzel- oder Gesamtvertretungsbefugnis hat. Von der grundsätzlich unbeschränkten Vertretungsmacht des Vorstands gibt es allerdings einige Ausnahmen. Der Vorstand kann zum Beispiel keine Rechtsgeschäfte vornehmen, für die er nicht zuständig ist. Zum Beispiel ist der Vorstand weder befugt, die Satzung des Vereins zu ändern oder den Verein aufzulösen. Ja, die Zuständigkeit für diese Angelegenheiten liegt in der Regel bei der Mitgliederversammlung. Auch kann der Vorstand als Vertreter des Vereins keine Rechtsgeschäfte mit sich selbst abschließen. Hier gilt das Verbot des sogenannten In-sich-Geschäfts, was jedoch durch Satzungsregelung oder, wenn die Satzung das zulässt, durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgehoben werden kann. Streitig ist, ob der Vorstand den Verein wirksam vertreten kann, wenn ein Rechtsgeschäft ganz offensichtlich und für Dritte erkennbar außerhalb des Rahmens des Vereinszwecks liegt. Nach neuerer Rechtsprechung des BGH beschränkt der Satzungszweck des Vereins die Vertretungsbefugnis zumindest dann nicht, wenn diese Beschränkung nicht ausdrücklich in der Satzung des Vereins manifestiert ist. Die Satzung kann aber auch Beschränkungen der Vertretungsmacht in der Art vorsehen, dass bestimmte Angelegenheiten der Zustimmung eines anderen Organs, zum Beispiel der Mitgliederversammlung, bedarf. Sinnvoll ist das allerdings nur bei außergewöhnlichen Geschäften, wie zum Beispiel dem Erwerb oder der Veräußerung von Grundstücken oder einem Rechtsgeschäft, bei dem die Gefahr besteht, dass der Verein in finanzielle Schwierigkeiten kommt. Andernfalls wäre der Vorstand, würde er bei jeder gewöhnlichen Angelegenheit die Mitgliederversammlung einberufen müssen, quasi handlungsunfähig. Gegenüber Dritten, also einem Vertragspartner des Vereins, wirkt die Beschränkung der Vertretungsmacht allerdings nur, wenn diese auch im Vereinsregister eingetragen ist. Eine solche Beschränkung der Vertretungsmacht würde ich zum Beispiel empfehlen, wenn Vorstandsmitglieder Einzelvertretungsbefugnis haben. Ist die Beschränkung, also der Zustimmungsvorbehalt der Mitgliederversammlung, nicht im Vereinsregister eingetragen, ist das Geschäft wirksam. In diesem Fall wirkt die Beschränkung nur intern zwischen dem Verein und dem Vorstandsmitglied, mit der Folge, dass sich dieses Vorstandsmitglied gegebenenfalls schadenersatzpflichtig macht, wenn er unter Missachtung des internen Zustimmungsvorbehaltes für den Verein nachteilige Rechtsgeschäfte vornimmt. Gleiches gilt im Übrigen, wenn ein Vorstandsmitglied eine interne Ressortaufteilung missachtet oder eine Satzungsregelung, wonach zum Beispiel der stellvertretende Vorsitzende nur dann zur Vertretung des Vereins befugt sein soll, wenn der Vorsitzende verhindert ist. Was versteht man unter einem besonderen Vertreter? Welche Befugnisse hat er und wann sollte er bestellt werden? Der besondere Vertreter ist ein fakultatives Vereinsorgan, dem per Vereinssatzung bestimmte Aufgaben oder ein bestimmter Geschäftskreis zugeordnet ist. Die Satzung kann auch vorsehen, dass es dem Vorstand oder einem anderen Vereinsorgan, zum Beispiel der Mitgliederversammlung, überlassen bleibt,
einen besonderen Vertreter für einen oder mehrere bestimmte Geschäftskreise zu bestellen. Eine solche Ermächtigungsgrundlage in der Satzung ist allerdings Mindestvoraussetzung für die Wirksamkeit der Bestellung. Ist ein besonderer Vertreter bestellt, ist auch dieser befugt und berechtigt, den Verein zu vertreten. Anders als beim Vorstand ist seine Vertretungsbefugnis allerdings auf solche Rechtsgeschäfte beschränkt, die der ihm zugewiesene Geschäftskreis gewöhnlich mit sich bringt. Übrigens, die Bestellung eines besonderen Vertreters für alle Vorstandsgeschäfte wäre unzulässig. Die Bestellung muss sich tatsächlich auf einen bestimmten abgrenzbaren Geschäftsbereich beziehen. Die Bestellung eines besonderen Vertreters hat insbesondere den Zweck, den Vorstand von bestimmten Aufgaben zu entlasten, denn er vertritt in dem ihm zugewiesenen Geschäftsbereich nicht nur den Verein nach außen, sondern er führt in diesem Bereich auch die Geschäfte. Das heißt, ihm obliegen auch alle internen Leitungsaufgaben in diesem Bereich. Der Geschäftsbereich eines besonderen Vertreters sollte möglichst genau beschrieben werden, um Auslegungsprobleme im Hinblick auf den Umfang seiner Vertretungsmacht zu vermeiden. Wie detailliert die Beschreibung sein muss, ist teilweise rechtlich umstritten. Nach einem aktuellen Beschluss des Kammergerichts Berlin vom April diesen Jahres ist es unproblematisch, zum Beispiel einen Geschäftsführer mit dem Geschäftskreis Erledigung der laufenden Geschäfte des Vereins zu bestellen, weil damit ausreichend klar ist, so zumindest nach Auffassung des Gerichts, dass der Geschäftsführer den Verein bei mehr oder weniger regelmäßig wiederkehrenden Geschäften vertreten kann, die nach Größe, Umfang und Finanzkraft des Vereins von sachlich weniger erheblicher Bedeutung sind. Ob der besondere Vertreter als Organ im Vereinsregister eingetragen sein muss, ist ebenfalls umstritten. Ich würde die Eintragung jedenfalls immer empfehlen, damit auch für Dritte klar erkennbar ist, dass und in welchem Umfang der besondere Vertreter vertretungsberechtigt ist. Man erspart sich also die Legitimation des besonderen Vertreters bei jedem Rechtsgeschäft auf andere Weise, etwa durch Vorlage des Bestellungsbeschlusses, nachweisen zu müssen. Wie beim Vorstand auch, kann die Vertretungsmacht des besonderen Vertreters im Innen- oder im Außenverhältnis eingeschränkt werden. Also auch hier ist es zum Beispiel möglich, die Vertretungsmacht für Geschäfte, die einen bestimmten Wert übersteigen, auszuschließen. Im Außenverhältnis gilt die Beschränkung allerdings wieder nur, wenn die Beschränkung auch im Vereinsregister eingetragen war oder der Geschäftspartner von der Beschränkung wusste. Was geschieht, wenn der Verein keinen Vertreter hat? Wenn der Verein keinen Vertreter hat, ist er handlungsunfähig. Er kann also keine wirksamen Erklärungen mehr abgeben. Das gilt nicht nur für den Abschluss von Verträgen, sondern auch für Überweisungen, zum Beispiel der Gehälter, für Steuererklärungen, die Beantragung von Zuwendungen oder die Abgabe von Verwendungsnachweisen. Das Einzige, was die Rechtsprechung dem eingetragenen Vorstand, dessen Amtszeit abgelaufen ist, noch zugesteht, ist die Einberufung einer Mitgliederversammlung zur Wahl eines neuen Vorstandes. Um einen vertretungslosen Zustand des Vereins zu vermeiden, sollte die Satzung eine Regelung vorsehen, dass der Vorstand auch nach Ablauf seiner Amtszeit so lange im Amt bleibt, bis ein neuer Vorstand gewählt wird. Nicht vermeiden kann man damit allerdings, dass der Vorstand verstirbt oder zurücktritt und die Handlungsunfähigkeit auf diese Weise eintritt. Das Recht des Vorstandes, aus wichtigen Grund fristlos zurückzutreten, kann selbst durch eine Satzungsregelung nicht eingeschränkt werden. Zu beachten ist allerdings, dass der Vorstand dem Verein gegenüber gegebenenfalls schadenersatzpflichtig wird, wenn er zur Unzeit zurücktritt, es also gerade keinen wichtigen Grund für den Rücktritt gibt und ein Schaden entsteht, weil der Verein nicht zeitnah einen neuen Vorstand wählen oder einen Notvorstand bestellen kann. Apropos Notvorstand: Ist der Verein handlungsunfähig, weil kein Vorstand mehr vorhanden ist oder der Vorstand nicht mehr mit der Anzahl von Personen besetzt ist, die eine Vertretung des Vereins ermöglicht, kann auf Antrag zum Beispiel eines Vereinsmitglieds vom Registergericht ein Notvorstand bestellt werden.
Als Notvorstand kommt auch ein Vereinsmitglied in Betracht, welches sich bereit erklärt, die Geschäfte bis zur Neuwahl eines regulären Vorstandes auch ehrenamtlich zu führen. Der Notvorstand muss also nicht zwingend vergütet werden.